Willkommen zu Assassin's Creed Odyssey Part 153. Im letzten Part ist ja einiges passiert. Wir wollen jetzt erstmal so eine Nebenquest mit Athena Siegel machen. Nee, wollen wir nicht. Ich will erstmal den... Obwohl, der war anstrengend, da bin ich letztes Mal gestorben. Dann habe ich einfach peinlich berührt aufgegeben. Ich werde das jetzt nochmal probieren. Ich kann leider die Kopfgeldjäger nicht bezahlen. Die gehen also irgendwie nicht weg. Da war einer, der ja ging weg. Also fragt mich einfach nicht. Keine Ahnung. Wenn ich den habe, versuche ich, diese Siegel zu übergeben. Und ja, wie gesagt, ich finde, bin einfach irgendwie zu unfähig, hier an der PC-Version rauszufinden, wie weit ich bin. Es bleibt jetzt für immer ein Geheimnis. Aber wie gesagt, ich kenne eine Person, die hat über 200 Stunden gespielt. Und da bin ich noch lange von entfernt. Ich hoffe mal nicht, dass das über 300 Parts wird. Obwohl, wäre schon cool, macht halt Spaß. Ja, ich bin generell ein bisschen aufgedreht, weil ich nervös bin wegen morgen. Da ist so eine Sache. Ich habe was organisiert und ich hoffe, es wird gut. Ich mag das nicht. Ist so eine Art Party, die ich organisiert habe. Und wenn das dann irgendwie scheiße wird oder die Leute sich nicht wohlfühlen oder irgendwas nicht klappt, das finde ich ein bisschen doof. Aber naja, egal. Wird schon. Ach nein, ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt muss ich den im Tempel töten. Oh, wetten, ich kann nicht raus. Och, was ist das denn? Warum gehen diese scheiß Türen nicht auf? Okay, zum Glück habt ihr hier eine aufgemacht. Danke, 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 danke. Ich bin einen anderen Weg als letztes Mal gegangen. Komm, ich muss mich doch hier nicht an den offiziellen Wegen aufhalten. So. Schleichangriff. Oh, scheiße, die ist gut, die ist gut. Das meinte ich mit. Oh, ich habe die falschen Tasten gedrückt. Tut mir leid. Hey, wo ist die? Ist sie jetzt weg? Und deswegen ist hier nichts Schatten oder was? So, jetzt Raserei. Bam. Oh, scheiße, scheiße. Ich bin jetzt gleich tot. Die ist zu schwer. Ja! Okay, wir lassen die doch. Wir machen doch erst das mit den Siegeln. Jetzt hat das auch einen Grund, warum das nicht geklappt hat. So, 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 so. Ja, letzten Ort speichern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wir gehen hier weg. Die ist irgendwie so stark, sonst waren die irgendwie nie so stark. So, wo muss ich jetzt hin? Ach so, hier. Lakonien. Ah, das ist Sparta. Ich sag mal so, gut zu wissen. Oh yeah, in den See rein. Und tschüss. So, einmal hier raus, bitte. Ach, doch nicht da lang. Ah, danke, dass mir jetzt erklärt wird, wie ich unter Wasser navigiere. Ah, naja, ihr müsst das mir nicht jedes Mal sagen, ich war schon im Wasser. Kann sich das Spiel nicht merken, wenn man das erste Mal im Wasser war. Aber nee, ich finde es gut als Erinnerung. Ich vergesse ja auch mal, dass man Y drücken muss, um der Straße zu folgen. Voll auf die Fresse gefallen. Dann einmal hier so runter. Hier lang. Hier hoch. Ja, jetzt geht auch einfach hier hoch. Danke. Hier hin. Dann. Hier rein.
Hier rein. Und. Also, ich muss nur die Siegel überbringen. Hi. Das Blut der Feinde wird unseren Anführern zeigen, dass meine Strategie die richtige ist. Diese Siegel sollten sie überzeugen. Gut gemacht. Unsere Truppen sind auf dem Vormarsch. Sie unterschätzen die Spartiaten. Und mich halten sie für weit weniger als einen Spartiaten. Wir sollten wieder zuschlagen. Die Athener werden nur langsam darauf reagieren. Bist du bereit, noch mehr Festungsbefehlshaber zu töten? Ja, toll. Ich töte die Befehlshaber und mach den Weg für deine Truppen frei. Nur Narren wollen den Krieg. Und es sieht aus, als gäbe es genug Narren auf beiden Seiten. Gute Neuigkeiten, Feldherr. Dank meiner Taktik wurden Athener Befehlshaber wegen Untätigkeit entlassen. Lieber arbeitslos als tot. Du bist eine verlässliche Verbündete. Verlieren wir keine Zeit. Wir müssen die feindlichen Festungen einnehmen. Lass mich dich noch etwas fragen. Zeitverschwendung. Hi. Ich habe keine weiteren Fragen. Warum bist du noch hier? Töte die feindliche Führungsriege. So gut wie erledigt. Ehrgeiz, geschafft. Ja, ich glaube, das ist wieder keine richtige Quest. Die macht man wieder, glaube ich, so nebenbei, ne? Ich guck mal eben nach. Ist wieder nicht so eine richtige Quest irgendwie. So, der Widerstand, wo muss man da hin? Mit Perikles und Sokrates sind die, wo sind die? In Athen, oder? Ja. Ja, komm, dann spreche ich mit denen und probiere nochmal diese Person. Dann einmal runter. Wer greift mich da gerade an? Was ist das denn hier für eine Kacke? Ich habe keine Ahnung, wer nicht mich da alles. Ja, ich auch. Können wir bitte den Kopfgeldjäger mitnehmen und doch nochmal diese Frau da ausprobieren zu töten? Was ist das denn hier für eine Kacke? Ich kam einfach nur an. Ich habe nichts gemacht. Ich kam an. So, jetzt gehe ich nochmal runter. Ja, weiter in die Richtung. Da läuft die jetzt gleich irgendwo lang, die Frau. So, dann machen wir die jetzt und vielleicht helfen mir die Kopfgeldjäger ja sogar dabei. Keine Ahnung. Das ist dann nochmal Raserei. Jetzt Raserei. Das ist doch keine Raserei gewesen! Das war doch einfach nur Scheiße! Oh, perfekt. Oh, zum Glück habe ich das jetzt geschafft. Tod bestätigen. Die Welt ist ohne dich besser. Cool, ich habe einen ganzen Zweig geschafft. Das Auge des Kosmos ist fertig. Super. Die Gravur sollte man vielleicht mal benutzen. Ja, ich sollte jetzt erstmal, glaube ich, einen Schmied aufsuchen. Krieger, Griffband.
Ich mache jetzt mal den. So, bei den Armschönerchen. Gibt es da irgendwas Neues? Nope. Wo ist denn hier ein Schmied? Och, die sind schon wieder so nachher in Athen. Gibt es doch welche? Ah, hier. Guck mal, sogar in der Nähe, wo wir hin müssen. Ja, zu diesem Säulending gehen wir noch eben. Gucken, ob es da irgendwelche Quests gibt, die ich noch brauche. Ah, ich bin froh, dass ich die Frau geschafft habe jetzt. Ja, die habe ich jetzt angenommen. Oh nein, 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 da kommt ein Kopfgeldjäger. Schön abhauen hier. Guck mal, hier ist doch niemand. Nee, nee, die können mich gar nicht gesehen haben. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Hat der gerade Coca-Cola gesagt? Hat sich so angehört. So, ich muss dahin, 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 dahin. Hä? Habe ich gar keinen Gürtel an? Bin ja nackt. Das geht ja gar nicht. Jedenfalls nicht gut. Herzlich willkommen. So, verbessern, das verbessern. So, dann will ich das gravieren. So, was für eine Gravur ist denn da noch geil? Also die hat das immer. Das finde ich von hinten besser. Eiliges Attentat. Guck mal, Heldenstark nehme ich viel häufiger. Das sollte ich mal nehmen. Ja. So, verkaufen. Alle Güter verkaufen. Kann man eigentlich noch Anziehsachen gravieren lassen? Kann den Bogen gravieren lassen. Nee, das mit den Brandfallen ist geil. Das lasse ich so. Die Klamotten tausche ich auch ständig aus. Lasse ich jetzt auch so. Verkaufen, verkaufen. Zerlegen, zerlegen, zerlegen. Ja, keine Ahnung, wie ich das entscheide, ob ich zerkaufe oder nicht. Oh, 666. Zahl des Teufels. Ich frag mich, wie die teuer sind, ob man da auch mehr Ressourcen rauskriegt oder nicht. Wisst ihr das? Also wenn ich aus welchen mehr Ressourcen kriege und die dann töte oder ich meine zerlege. Zum Beispiel das jetzt. Würde ich jetzt verkaufen, weil mehr Geld, aber kommt da jetzt auch viel Zeug raus? Keine Ahnung. Geil, wir brauchen beides. So, das auch zerlegen lassen. Ja, ich hab's lange nicht gemacht. Ich hab's, war lange. Da war aber auch kein Schmied in der Nähe. So, perfekt. Tschüss. Schau bald mal wieder rein. Ja. Jetzt möchte ich. Oh mein Gott, da ist wieder dieser Kopfgeldjäger. Da versuche ich jetzt wieder abzuhauen. Muss ich weiter in die Richtung. Boah, so ein Wetter war auch jetzt die ganze Zeit bei uns voll. Auf so Sonne, Wind, Regen, Wolken. Alles wechselt so innerhalb von 5 Sekunden. Und dann ist es auch mal so Sonnenschein und Regen. Cooler Olivenbaum. Ich muss ja nur mit denen reden, das heißt, ich muss da irgendwie rein. Boah, guck mal, ey, vom Schmied ist immer noch nicht fertig. Wo ist denn der Eingang? Gibt es hier mehrere? Ah, guck mal, hier kann man schon mal rein. Ja, so ein Gewirr von Häusern. Du bist hier. Natürlich. Barnabas war drauf und dran, nach dir zu sehen. Wie er sagte, der Gedanke zählt, nicht wahr? Offensichtlich. Komm, die anderen warten. Wir waren besorgt, dass du es nicht schaffst. Vor allem, wenn jede Stadtwache Athens nach dir sucht. Kleon braucht schon mehr als das, um mich zu stoppen. Was macht ihr?
Wir arbeiten gerade einen Plan aus, um Kleon zu stürzen. Ich würde es kaum einen Plan nennen. Viel Gerede, nicht so viele Taten. Ihr wollt also Kleon stürzen? Wie lautet der Plan? Es wird nicht einfach. Sein Tod würde den Frieden stören. Das wäre nicht gut für Athen. Er hat recht. Erst muss er in Missgunst fallen. Aristophanes hat anscheinend ein Stück, von dem er glaubt, dass es dazu führen wird. Ein Stück? Es ist so viel mehr als das. Ach, mach dir nicht an deinen Chiton. Ich verstehe nicht, warum wir uns nicht alle lieb haben können. So würde es viel mehr Spaß machen. Was ist so besonders an diesem Stück? Wird dein berühmter oranger Affe auch wieder ein Teil davon sein? Ha! Lustigerweise war genau er meine Inspiration. Ist es kein Risiko, ihn vor seinen Bewunderern in so schlechtem Licht zu zeigen? Das Stück wird ihre Meinung ändern. Gute Kunst ist riskant, aber mein Plan wird aufgehen. Wir können nicht nur rumsitzen. Kleon schickt ein Boot nach Mytilene, um die Einwohner zu töten. Das Volk vertraut Kleon. Sie werden für alle Vorhaben stimmen, die er einbringt. Aber das heißt nicht, dass wir nichts dagegen tun werden. Kleon zu stürzen wird nicht einfach. Doch mit deiner Hilfe dürfte es machbar sein. Was ist das für eine Quest? Einfach da hingehen und mit denen reden? Kommen jetzt mehrere oder was? Ja, mehrere. Okay. So, was sind jetzt die Quests? Ja, hier habe ich jetzt ein paar geschafft. Öffentliche Meinung. Wow, 1 Meter und 4 Meter. Ja, ich spreche jetzt mal mit beiden erstmal. Das wird ein Desaster, ich sag's dir. Ganz ruhig, wovon redest du überhaupt? Mein Meisterwerk, es wird alles verändern. Es amüsiert, erstaunt, stimuliert und klärt das Volk über Kleons Machenschaften auf. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Ich bin weder Künstlerin noch Poetin, Aristophanes. Bei den Göttern, nein! Aber Thespis, mein bester Mann, wird vermisst. Ohne ihn ist mein Meisterwerk nur ein Stück. Wo würde ich ihn finden? Thespis entfernt sich nur selten weit von zu Hause. Fang doch am besten dort an. Das dauert nicht lange. Bereite alles vor. Ich komme zurück, sobald ich ihn gefunden habe. So, jetzt muss ich noch mit dem reden, dann kann ich das beides machen und dann überlegen, welche Quest ich zuerst mache. Jemand hätte Kleon aufhalten müssen. Narren blicken in die Vergangenheit und du bist keine Närrin. Versuchen wir erst, Mytilene zu retten. Ach, so etwas ist das hier? Eine Art Plan? Schon als Kleon das erste Mal von Mytilene sprach, wusste ich, dass etwas faul ist und versuchte herauszufinden, was genau. Dein Plan klingt vielversprechend. Einer meiner Schüler gibt sich als Wache in der Akropolis aus. Anscheinend versteckt Kleon dort etwas und veranstaltet geheime Treffen. Das ist sehr gewagt. Ungewöhnliche Zeiten. Wenn du glaubst, dass etwas, das uns hilft, in der Akropolis ist, finde ich es. Ich erwarte, dass du dort Beweise für seine Verbrechen findest. Wo soll ich für dich hingehen? In den westlichen Teil des Heiligtums der Akropolis. Ja, ich gehe jetzt. Ich werde auf der Akropolis etwas finden, das Kleon nicht von sich weisen kann. Gut. Ich werde schon bald zu den Menschen auf der Pnyx sprechen. Wenn du etwas Hilfreiches findest, triff mich dort. Ich beeil mich. Okay, jetzt gucken wir uns einmal bei den Quests an, was wir machen. Das, weil das näher ist, machen wir das. Was kann der? Ich probiere den jetzt. Ja, und danach... ich muss ja erstmal wieder rausfinden. Dieses Haus ist schrecklich. Ja, hier kann man rausgehen, hier kann man rausgehen.
Wäre gut, wenn ich den habe, dass er mich nicht umbringt. Okay, der ist auf der anderen Seite der Mauer, denke ich. Ja, da vorne ist der. Der kann mich aber eigentlich nicht sehen, weil ich bin hinter dem. Oh, noch eine Mauer weiter. Ach, guck mal, man sieht sogar, wie der langläuft. Ein gutes Geschenk. Die Konkurrenz. Ja, okay. Ich bin tot. Ich lass das doch. Der sieht außerdem eklig aus. Bei Optionen könnte ich mal gucken. Oh, jetzt muss ich erstmal diese Kack-Quest aussuchen. Der Widerstand. So, jetzt gucke ich einmal Optionen. Oh, da ist meine Speed-Performance. Super. Keine Ahnung, was das hier für eine... was das sein soll. Also, ich sehe hier keine Achsen... Ach so, Frames per Second. Ach so, okay, verstehe ich doch. Oh, ich habe extrem hoch. Das war irgendwie automatisch. Nee, ich sehe da nicht, wie weit ich bin. Ist mir auch egal. So. Wir klettern jetzt hier aus dem Haus raus, das ist mir jetzt zu blöd. Warum weiß ich da nicht einfach so hin, ganz ehrlich? Da kann ich mir das ganze Geklettere sparen. Und dann bin ich da. Ui, runter, 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 runter. Niemand darf mich sehen. Ja, ich muss da rausgehen. Okay, das war auch dumm. Kann ich jetzt bitte einfach erstmal weg? Was ist denn hier die Akropolis? Wo kommt man denn? Ich weiß doch gar nicht, ist das alles die Akropolis? Ja. Ah, okay, weil ich jetzt mittlerweile für Sparta gearbeitet habe, sind die Athena wohl hinter mir her. Okay, das war eine ganz, ganz dumme Idee. So. Jetzt chillen wir hier erstmal im Busch. Warten, bis alles weg ist. Das hier sieht mir sehr nach Kleon aus. Ich dachte, ich soll Kleon töten. Ich soll den doch nicht töten. Oder sollen das da Beweise sein? Keine Ahnung. Ich gehe da jetzt erstmal hin, ohne dass die mich sehen. Ah, die haben Fragezeichen auf dem Kopf, schon mal besser als Ausrufezeichen. Man muss trotzdem noch ein bisschen aufpassen. Ja, und ich laufe lieber hier an unten lang. Athen sieht schon cool aus. So, jetzt hier, hier, hier. Ich finde auch übrigens, die haben das irgendwie echt gut getroffen. Ja, guck mal, das hat, war doch gut. Jetzt sind die. Jetzt kann ich hier lang. Jetzt kann ich so ein bisschen vorsichtig laufen, ohne dass sie mich sehen. Ja, ja, ja. Gut, 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 gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ich muss anonym sein, ich muss anonym sein. Ich warte jetzt. Oh nein, jetzt muss ich eine Frau töten. Gar kein Bock. Ja, sorry, aber ich muss anonym sein. Jetzt bin ich gleich tot. Ja, hau ab hier. Ich kann es vergessen.
Ja, ich muss das nochmal neu machen. Ich mach's neu. Ja, bring mich doch um! Wie lange braucht der, um mich umzubringen? Jetzt bringt mich doch mal um. Danke. So, jetzt machen wir einen neuen Part und warten. Machen das vorsichtig, ja? Wir speichern jetzt den letzten Spielstand, wo auch immer der ist.